Redner Johannes Selle für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir können heute einhellig einen signifikanten Aufwuchs der Mittel begrüßen. Und ich will dem Minister Müller ausdrücklich danken für eine sehr gute und auch emotional überzeugende Arbeit, die er geleistet hat. Wir haben es heute früh von der Bundeskanzlerin gehört, aber auch über den Finanzminister bis zu den Kollegen hin hat sich die Erkenntnis verfestigt, dieses Geld ist notwendig. Denn die Not in der Welt ist groß und wächst. Wir spüren das ja in Deutschland in verschiedener Weise und erleben hitzige Debatten. Für Millionen Menschen bedeuten aber Konflikte und Wetterkatastrophen, Armut, Hunger, Krankheit und zunehmend Flucht. Aber nicht nur im Haushalt des BMZ sind die Mittel, die die Not in dieser Welt adressieren, gestiegen. Das ist ebenfalls im Haushalt des Auswärtigen Amtes bei den Stabilisierungs- und Präventionsmaßnahmen der Fall. Wir haben immer wieder Kohärenz eingefordert und sollten aufpassen, dass hier bei aller Freude keine Doppelungen entstehen. Dabei könnte uns die Expertise des Deutschen Evaluierungsinstitutes helfen, das dies zum Thema machen will. Die Ergebnisse sollten wir dann in die nächste Haushaltsdebatte einbeziehen. Mit diesem Haushalt drücken wir Verantwortung aus. Wir tun das nicht nur, um die Zahl der Fluchtgründe zu verringern, sondern wir nehmen auch die Entwicklungsagenda 2030 sehr ernst. Es gehört zu den Höhepunkten der menschlichen Zivilisation, dass endlich die Nationen der Not auf der Welt den Kampf ansagen. Deutschland hat sich durch Staatssekretär Silberhorn auf dem High-Level Political Forum der Vereinten Nationen zu einer Vorreiterrolle bekannt. Die SDGs sind jetzt unser Leitmotiv. Richtig. Wir bekennen uns zu einer ökonomisch, ökologisch und sozialen Gestaltung der Globalisierung. Eine so verstandene Entwicklungspolitik ist zugleich Friedens- und globale Zukunftspolitik. Ich möchte einen besonderen Haushaltstitel erwähnen, die Förderung von Medien und der freie Zugang zu Informationen in Entwicklungsländern, der mit den Kollegen der Koalition auch aus dem Haushaltsausschuss auf 20 Millionen Euro angehoben werden konnte. Das Recht auf freie Meinungsäußerung und auf freien Zugang zu Informationen, die nicht von einem Konfliktpartner beeinflusst werden, sind nicht zu überschätzen. Informationen, das Verständnis, die Verständnis- und Versöhnungsbereitschaft fördern und Chancen einer friedlichen Zukunft durch Unterstützung der internationalen Gemeinschaft darlegen und damit Hoffnung geben, sind selten in Krisenregionen und dringend nötig. Wir können dem erweiterten Titel die notwendige Ausbildung von Medienschaffenden fortsetzen. Es gibt dankenswerterweise Interesse, und zunehmend ist es notwendig, die Identität der Medienschaffenden zu schützen, zum Beispiel im Südsudan, wo wir tätig sind. Auch die Vermittlung dieser Technologien ist dringend notwendig. Inzwischen sind bereits realisierte Projekte ziemlich überzeugend und wirkungsvoll. Die Firma Weltfilme hat mit Nachwuchsfilmemachern aus Sierra Leone Workshops durchgeführt. 9 Kurzfilme sind entstanden, die sich mit dem Thema Ebola während und nach der Epidemie auseinandersetzen. Viele der jungen Menschen haben hier ihre eigenen Erfahrungen und Erlebnisse in den Filmen verarbeitet. Es ist jetzt genau ein Jahr her, dass Sierra Leone für Ebola-frei erklärt wurde. Die Filme wurden im Fernsehen ausgestrahlt, ausschnittweise in Radio- und TV-Beiträgen vorgestellt. Es hat die Menschen aufgeklärt und geholfen, wieder miteinander zu leben nach dem schrecklichen Abwenden von infizierten Familien. Und es hilft außerdem einprägsam und schnell die geeignete Prävention zu erklären, damit eine Ebola-Epidemie verhindert werden kann. Daran wird deutlich, wie wirkungsvoll wir tätig werden können, und das kann jetzt fortgesetzt werden.
möchte auch noch die Arbeit unter einem kleinen Titel würdigen, die in der Deutsch-Griechischen Versammlung geleistet wird. Auch dieser Titel befindet sich im Einzelplan 23. Hier wird auf unserem Kontinent eine wichtige Arbeit durch Staatssekretär Fuchtel geleistet. Dadurch entstehen notwendige Perspektiven für die Menschen. Die Herausforderungen an die Entwicklungspolitik werden nicht weniger werden. Wir verstehen, dass wir jetzt mit der richtigen Strategie signifikante Fortschritte für die Menschen erreichen können. Den Planeten schützen und nicht nur Geld ausgeben, sondern dass sogar sozial-ökologische Geschäftsmodelle möglich sind. Das können wir und das sollten wir auch tun. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Johannes Selle. Nächster Redner.